In diesem Tutorial werden wir uns im Rahmen der Binomialverteilung die einseitigen Hypothesentests anschauen. Genauer gesagt in diesem Video den linksseitigen Test. Den rechtsseitigen Test findet ihr dann in ein anderes Video in der gleichen Playlist. Von vornherein möchte ich darauf hinweisen, dass ich das Thema schrittweise nur als Kochrezept präsentieren werde, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ziel dieses Tutorials ist, auch ohne tiefere Kenntnisse, in der Lage zu sein, jede Aufgabe bezogen auf diesen Themengebiet lösen zu können. Mit der Zeit, also nachdem ihr ein paar Übungsaufgaben gemacht habt, wird hoffentlich auch dieses Aha-Effekt auftreten. Ich habe zu diesem Thema drei verschiedene Videos verfasst. Einer für den linksseitigen, einer für den rechtsseitigen Test und ein extra Video mit verschiedenen Beispielaufgaben, um einfach nur ein bisschen Übung bzw. Routine in die Sache zu bringen. Lange Rede, kurzer Sinn, deshalb legen wir jetzt los. Die erste Frage, die sich wahrscheinlich stellt, ist, was können wir denn alles testen und auf welche Weise? Zum Beispiel, gehen wir davon aus, vor 4 Jahren hatte Partei X bei den Wahlen 30% der Wähleranteile. In Bezug auf diese ursprüngliche Aussage können wir 2 Gegenbehauptungen formulieren. Wir können sagen, bei den diesjährigen Wahlen wird Partei X weniger als 30% haben oder mehr als 30%. Ein anderes Beispiel. Der Anteil der roten Gummibärchen in einer Tüte. Ein Hersteller gibt beispielsweise an, dass 20% der Gummibärchen in der Tüte rot sind. Dagegen können wir wieder 2 Aussagen formulieren. Wir können behaupten, nein, es sind weniger als 20% oder es sind mehr als 20%. Man kann auch überprüfen, ob ein Würfel gezinkt ist oder nicht. Das bedeutet, ob eine Augenzahl seltener oder häufiger auftritt als normal angegeben. Also normal bedeutet, ein Sechstel wäre die Wahrscheinlichkeit für jede Augenzahl. Und als letztes Beispiel, es gibt bestimmte Kriterien für die Zulassung von Medikamenten der Pharmaindustrie und man kann mit Hilfe eines Tests überprüfen, ob weniger oder mehr Menschen Nebenwirkungen auf ein Medikament haben als erlaubt. Um so einen Test durchzuführen, muss man in der Lage sein, aus der Aufgabenstellung 4 wichtige Informationen abzulesen. Beziehen wir uns auf unser Beispiel mit den Gummibärchen von vorher. Um den Test durchzuführen, brauchen wir in erster Reihe einen Stichprobenumfang. Damit ist es vereinfacht gesagt einfach die Gesamtanzahl der Gummibärchen in der Tüte. Gehen wir davon aus, es sind 100 Gummibärchen in unserer Tüte. Als nächstes brauchen wir noch eine Anfangswahrscheinlichkeit. Diese bezieht sich auf die ursprüngliche Aussage des Herstellers, dass genau 20% der Gummibärchen rot sind. Also unser sogenannter P0 liegt dann bei 20% bzw. 0,2. Eine weitere wichtige Information ist das Signifikanzniveau oder die maximale Irrtumswahrscheinlichkeit. Wie die zweite Formulierung schon ausdrückt, kann man damit sozusagen die Genauigkeit des Tests beeinflussen. Das bedeutet, wenn wir eine hohe Irrtumswahrscheinlichkeit wählen, dann ist unser Test relativ ungenau. Wenn wir eine niedrige Irrtumswahrscheinlichkeit wählen, ist unser Test genauer. Wir entscheiden uns jetzt beispielsweise für einen mittleren Wert, und zwar von 5% oder 0,05. Und vielleicht die wichtigste Information aus der Aufgabenstellung ist die sogenannte Anfangs- oder Nullhypothese. Damit ist gemeint, in diesem Fall, die Aussage des Herstellers, dass in einer Tüte erfahrungsgemäß genau 20% der Gummibärchen rot sind. Also, man kann es auch so angeben, H0 bedeutet dann P gleich 0,2. Bevor wir gleich ein Beispiel rechnen werden, gibt es nur noch ein Problem zu klären. Auch wenn in diesem Tutorial klar ist, welche Art von Test wir durchführen werden, muss die trotzdem in der Lage sein, bei jeder Aufgabe immer aufs Neue zu entscheiden, ob es ein links- oder ein rechtsseitiger Test ist. Dazu müsst ihr euch nun Folgendes merken. Bei jedem Test gibt es nur 2 Aussagen oder sogenannte Hypothesen. Einmal die Anfangs- oder Nullhypothese. Bezogen auf unser Beispiel von vorher mit dem Gummibärchen, behauptet der Hersteller, dass in der Tüte 20% der Gummibärchen rot sind. Also das ist die Anfangsbehauptung. In Bezug auf diese Behauptung kann man 2 Gegenbehauptungen formulieren. Man kann einmal sagen, in der Tüte können weniger als 20% der Gummibärchen rot sein oder alternativ, es können mehr als 20% der Gummibärchen rot sein.
Wenn die Wahrscheinlichkeit bei H1 geringer sein sollte als bei H0, dann handelt es sich immer um einen linksseitigen Test. Wenn die Wahrscheinlichkeit bei H1 höher ist als bei H0, dann handelt es sich immer um einen rechtsseitigen Test. So einfach ist die Entscheidungsregel. Und jetzt zu unserer Beispielaufgabe, die uns mittlerweile bekannt vorkommen sollte. Ein Hersteller von Gummibärchen behauptet, dass 20% der Gummibärchen in der Tüte rot sind. Max macht eine Tüte mit 100 Gummibärchen auf und findet nur 16 rote. Er behauptet, dass der Anteil der roten Gummibärchen geringer ist als 20%. Formuliere die Entscheidungsregel für die Nullhypothese und prüfe, ob Max recht hat, wenn das Signifikanzniveau höchstens 5% betragen soll. An dieser Stelle möchte ich euch natürlich bitten, auf Pause zu drücken, in aller Ruhe die Aufgabenstellung zu lesen und natürlich versuchen zu verstehen, was gegeben und was gesucht ist. Ich gehe davon aus, das habt ihr jetzt erledigt, deshalb legen wir los mit unserem Test. Ich habe euch am Anfang versprochen, ich werde den Test schrittweise durchführen, deshalb kommen wir auch gleich zum ersten Schritt. Hier an dieser Stelle geht es darum, aus dem Text die wichtigsten Informationen rauszuschreiben. Und zwar, als erstes brauchen wir das N oder diesen Stichprobenumfang. Anhand der Aufgabenstellung sind es 100 Gummibärchen, die sich in dieser Tüte befinden. Dann unsere Anfangswahrscheinlichkeit P0, das entspricht der Aussage des Herstellers, dass 20% der Gummibärchen rot sind, also P0 ist 0,2. Und unser Signifikanzniveau oder die maximale Irrtumswahrscheinlichkeit, die soll bei höchstens 5% liegen. Also Alpha beträgt 5% oder 0,05. Im zweiten Schritt müssen wir uns mit den Hypothesen beschäftigen. Wir wissen, es gibt eine H0-Hypothese, das ist die Anfangshypothese. Das entspricht genau der Aussage des Herstellers, dass genau 20% der Gummibärchen rot sind. Und dagegen stellt in diesem Fall Max eine Gegenbehauptung auf oder formuliert eine Gegenbehauptung, dass in der Tüte weniger als 20% der Gummibärchen rot sind. Also H1 wird dann so aussehen. Wir erinnern uns, wenn behauptet wird, dass es weniger sind als die angegebene Anzahl, dann handelt es sich immer um einen linksseitigen Test. Das werde ich jetzt aus Platzgründen abgekürzt schreiben. Normalerweise muss man die Entscheidungsregel sehr ausführlich hinschreiben, damit der Korrektor auch erkennen kann, unter welchem Ansatz und mit welcher Begründung man den jeweiligen Test durchführt. Als nächstes müssen wir uns ein bisschen abstrakt vorstellen, wie so ein Test aufgebaut ist. Also, wir befinden uns immer noch bei der Binomialverteilung und wir erinnern uns daran, eine Binomialverteilung, oder besser gesagt der Umriss einer Binomialverteilung, entspricht einer sogenannten Gaußschen Glocke. Ich werde es jetzt einfach mal kurz hier andeuten. Also, das ist nur der Umriss. Normalerweise wäre so ein Histogramm. Und wir haben 0 bis 100 Gummibärchen. Dieser Gesamtanzahl teilen wir in zwei Bereiche auf, also bezogen auf unsere zwei Aussagen. Und zwar bei dem linksseitigen Test ist es so, es wird hier eine Grenze sein, mithilfe dessen wir entscheiden, in welchem Bereich wir uns befinden. Wie bereits erwähnt, hinterfragt nicht so viel in diesem Augenblick. Indem ihr den Test ein paar Mal durchführt, werdet ihr verstehen, wieso das Ganze so aufgebaut ist. Hier standardmäßig werde ich einfach sagen, auf der rechten Seite vor dieser Grenze befindet sich der Annahmebereich von H0. Also Annahmebereich wird mit groß A abgekürzt. Dann schreibe ich von H0. Und auf der linken Seite, in diesem kleineren Bereich, befindet sich der Annahmebereich von H1. Allerdings wird er nicht so benannt, sondern als Ablehnungsbereich von H0 bezeichnet. Also, um das Ganze einfacher zu gestalten, werden wir das jetzt als Ablehnungsbereich, also A mit so einem Strich drüber, also nicht A, von H0 nennen. Die Wahrheit ist, man muss ja immer nur H0 testen und dann hat man automatisch die Schlussfolgerung auch für die H1-Hypothese. Also, kurz gesagt, anhand dieser Aufteilung, die wir hier skizziert haben, können wir dann vereinfacht sagen, für die H0 bilden sich folgende Bereiche. Einmal der Annahmebereich. Der geht von dieser Grenze, ich habe sie jetzt A genannt, man kann sie nennen, wie man möchte, bis 100. Und dann der Ablehnungs- oder Verwerfungsbereich von H0, der geht von 0
bitte kurz aufpassen, bis a-1. Wieso a-1? Naja, die zwei Bereiche dürfen sich nicht überschneiden, sonst gibt es ein Problem mit der Entscheidungsregel. Deshalb müssen wir hier an der Stelle kurz vor a aufhören. Also, Schlussfolgerung ist, bei all diesen Tests geht eigentlich nur darum, diese Grenze a zu bestimmen. Dann kann man die zwei Bereiche aufstellen, also den Annahme- und den Ablehnungsbereich aufstellen und damit die Entscheidungsregel festlegen. Deshalb kommen wir jetzt zum nächsten Schritt, Schritt 3. Wir wollen einen Ansatz zur Berechnung von a aufstellen. Einfachheitshalber werde ich jetzt erstmal den Ansatz hinschreiben und dann erklären, wieso ich das Ganze so aufbaue. Also, der Ansatz lautet, und zwar immer, p von x kleiner gleich a muss größer sein als die 5%, die wir als Signifikanzniveau angegeben haben. Wieso das Ganze? Kurzfassung. Die maximale Irrtumswahrscheinlichkeit bedeutet, das ist die Wahrscheinlichkeit, mit der man sich irren darf bei dem Test. Wie irrt man sich bei einem Test? Naja, man verwirft die H0-Hypothese, obwohl sie richtig ist. Wo verwirft man die H0-Hypothese? Natürlich in diesem kleinen Bereich hier, im Ablehnungsbereich. Also dieser Ablehnungsbereich entspricht eigentlich maximalen Wert von 5%. Wir suchen jetzt die Grenze a, sodass die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich größer ist als 5%. Wieso größer? Weil unsere Grenze a nicht in Ablehnungs-, sondern in Annahmebereich liegt. Da haben wir sie festgelegt. Daher entsteht so ein Ansatz, den man problemlos mit jedem wissenschaftlichen Taschenrechner lösen kann. Also, ihr müsst nur wissen, abhängig davon, ob ihr ein Casio oder ein Texas-Taschenrechner habt, wie eure Befehle lauten. Also, die häufigsten heißen entweder kumulierte Binomialverteilung beziehungsweise Binomial-CDF. Damit könnt ihr ein bisschen rumprobieren und die richtige Grenze herausfinden. Dieses Rumprobieren sollte aber nicht sinnfrei stattfinden, sondern ein bisschen gezielter ablaufen. Also, damit meine ich, wir wollen schnell die Grenze oder den Wert, den passenden Wert herausfinden. Dazu nutzen wir eine bekannte Eigenschaft. Wir erinnern uns, in einer Binomialverteilung gibt es immer einen Wert mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, den nennt man auch Erwartungswert. Das war dieses Mu oder dieses griechische M. Der Erwartungswert kann man sehr einfach ausrechnen mit der Formel n mal p, was bekannt sein sollte. In diesem Fall haben wir dann 100 mal 0,2 entspricht 20. Also, den kann man zur Orientierung nutzen. Wir sehen schon anhand der Abbildung, die Grenze liegt links vom Erwartungswert. Das bedeutet, wir suchen nur Werte, die in unmittelbarer Nähe links vom Erwartungswert liegen. Deshalb können wir dadurch gezielt suchen. Übrigens, nur als kleiner Hinweis, bei einem rechtsseitigen Test werdet ihr die Grenze rechts vom Erwartungswert finden, aber wir sind jetzt bei einem linksseitigen Test. Also, aus diesem Grund bilden wir unsere Tabelle. Die habe ich jetzt bereits durch ein bisschen Ausprobieren schon gebildet. Also, wir suchen a, so dass die Wahrscheinlichkeit für x kleiner gleich a kleiner, größer ist als 0,05. Und die Werte, die sich ergeben, ich habe jetzt zwei Werte rausgeschrieben. Einmal die 13 liegt die Wahrscheinlichkeit bei 0,0469. Da sind wir noch knapp unter der 5%. Deshalb noch 14 mit 0,0804. Also, das ist die erste Zahl, die über den gewünschten Wahrscheinlichkeitswert liegt. Vergiss nicht bitte an dieser Stelle, hier wird immer beim linksseitigen Test an dieser Stelle das Alpha eingesetzt, also unser Signifikanzniveau. Und damit haben wir die Grenze und können auch unsere zwei Bereiche für die Entscheidungsregel aufstellen. Also, im letzten und vierten Schritt werden wir dann für H0 einfach die zwei Bereiche Annahme- und Ablehnungsbereich aufstellen. Also, wir haben sie bereits hier oben allgemein hingeschrieben. Das werde ich jetzt noch ein bisschen genauer andeuten. Also, für H0 gilt dann, der Annahmebereich geht von 14 bis 100, weil 14 unsere Grenze war. Und der Ablehnungsbereich dann entsprechend von 0 bis 13. So, was bedeutet das für unsere Entscheidungsregel? Wortwörtlich heißt das,
Wenn 14 bis 100 rote Gummibärchen in der Tüte sind, dann stimmt die Aussage des Herstellers. Das bedeutet, die H0-Hypothese oder die Anfangshypothese wird bestätigt. Wenn 0 bis 13 rote Gummibärchen in der Tüte sind, dann sind es weniger als beim H0 angegeben. Also wird H0 verworfen. Bezogen auf Max' Aussage heißt es, er hat 16 rote Gummibärchen gefunden. 16 liegt natürlich in unser Annahmebereich hier. Da liegen die 16 rote Gummibärchen. Also das bedeutet, Max irrt sich, die Angabe des Herstellers stimmt. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Schaut euch natürlich auch den rechtzeitigen Test an. Das Tutorial dazu findet ihr in der gleichen Playlist. Der Fehler erster und zweiter Art werden getrennt behandelt in ein anderes Tutorial. Das findet ihr auch in der gleichen Playlist. Und dazu habe ich noch extra ein paar Beispielaufgaben gerechnet. Einfach zum besseren Verständnis. So, nach diesem Tutorial gehe ich mir jetzt eine Tüte Gummibärchen kaufen.